Hallo Leute, willkommen bei Townsmen. Dies ist Teil 3. Ja, es ist immer noch Winter, aber es sieht so aus, als würde es bald Frühling werden. Das ist ja schön. Eben hieß es hier, Aufgabe abgeschlossen. Ich arbeite mal hier diese Sachen ab. Er hat fleißig Steuern gesammelt, der Lump. Hat mir das ganze Geld weggenommen, sozusagen. Naja. Liefere Gebräu und Traubensaft, das... Und liefere dem Händler eine Fuhre Kleidung. Das haben wir natürlich noch nicht geschafft. Ich gucke mir mal hier diese Sachen erstmal an. Hier haben wir wohl 500 Lagerkapazität. 380 haben wir schon voll. Da müssen wir bald was tun. Irgendwie vielleicht Lagerhäuser bauen oder so. Mal gucken. Die Zufriedenheit... Ja, immerhin sind die Bedürfnisse voll erfüllt. Das ist doch gut. Liegt bestimmt am Fisch. Sie haben zu essen. Wenn auch nur Fisch. Die Wünsche sind nämlich nicht erfüllt. Okay. Ja, da haben wir noch dran zu tun. Die Steuerrate ist grau. Und es gibt hier Forschung anscheinend. Mal gucken, was ich da tun kann. Gebäude. Reduzierte Feuergefahr. Kann ich das machen? Ja, das wollen wir machen. Ich sollte auch mal eine Feuerwehr bauen. Finanzen. Mehr Steuern. Ja, das will ich auch. Ah, es ist schon eine Forschung im Gange. Okay. Gut, dann machen wir das als nächstes. Und dann gibt es noch Geologen. Das können wir noch nicht. Und das können wir hier auch noch nicht. Was ist hier? Statistiken, Wunsch nach Kleidung, Einkaufspreis, Pipapo, Verkaufspreis, Forsthütte, Produktivität, okay. Stadtinfo. Gut. Und hier ist Kampfkraft. Soweit sind wir noch nicht. Zumal ich ja sowieso nicht kämpfen will. Gebäudelager voll. Ja. Da muss es abtransportiert werden. Reduzierte Feuergefahr, ja, genau. Ah, hier sind die Meldungen. Neue Aufgabe. Ja, im Winter wachsen deine Felder nicht. Und Tribut mit Kleidern. Ja, was die alles wollen. Ja, ihr könnt hier nicht anbauen. Im Winter wachsen die nicht. Ich kann ihn ja mal hier in Urlaub schicken. So, und ich könnte mal eine Schaffarm bauen. Das ist vielleicht hier. Bauernhof Schafweide. Ja, kann ich bauen. Super gut. So. Sehr, sehr gut. Und ich baue gleich nochmal ein Wohnhaus. Denn davon kann man nie genug haben, nehme ich an. So. Na, überall ist irgendwas im Weg. Da passt's hin. Okay, dann baue ich es halt dahin. Und diese Baustelle schläft. Eigentlich muss die jetzt gar nicht schlafen. Mal gucken. Steine. Eigentlich müssten wir inzwischen Steine haben. Mal gucken. Kann man hier nicht das Lager einsehen? Na, dann gucken wir es hier ein. Steine. Oh, wir haben viele Steine. Viele, viele Steine. Dann könntest du hier jetzt mal ein bisschen... Ah, er macht schon. Eisenerz. Ja, gut, sie schaufeln wieder eifrig. Und mal gucken, ob wir hier noch einen zur Arbeit motivieren können. Und dann sind uns schon wieder die Arbeitslosen ausgegangen. Ja, er hält ein Nickerchen. Ja, hast du ein Glück. Kannst Urlaub machen im Winter.
Und der Hahn hüpft hier rum. Eine neue Aufgabe. Baue Steinstraßen im Dorf. Erfüllt, wenn Steinstraßen gesetzt. Wie soll ein Mann von Welt denn hier herumlaufen, Statthalter? Auf diesen Waldpfaden macht es keinen Spaß zu laufen. Baut Straßen, die einer Stadt würdig sind. Oioioioioi. Ja, gucken wir mal. Hier in der Innenstadt können wir vielleicht... Puff. Hier so... Erstmal vielleicht den Weg zum Schloss. So. Was braucht man dafür eigentlich? Ne? Erstmal bauen wir hier eine kleine Steinstraße. Und dann gucken wir mal, was man dafür braucht. Pflasterstraße. Steht hier nicht. Ja, steht hier nicht. Na gut. So. Bis hier hinten. Okay. Oh nein. Jetzt haben wir die daneben gebaut. Toll. Im letzten Moment, wo irgendwie die Maus verzogen. Tja. Aber wahrscheinlich kosten die schon Geld. Hurtig, hurtig. So. Ich baue jetzt mal nur eine Teilstraße. Immerhin, jetzt ist sie doppelt breit. Das ist doch auch schick. Das ist die Hauptstraße des Königreichs. So, es ist irgendwie weniger Geld geworden. Allerdings weiß ich nicht, ob durch die Straßen oder durch was anderes. Na, er ist jetzt auf jeden Fall zufrieden und ich kriege auch 2 Kronen. Das ist gut. Die brauche ich nämlich, denn ich habe hier irgendwie einen Kredit aufgenommen, ohne das so richtig zu verstehen. Da stand zwar was von Darlehen und so, aber... Es klang so nach Angebot und so, als hätte ich keine andere Wahl. Naja, man merkt schon, sie laufen hier irgendwie schneller. Und du bist sauer, dass hier keine Straße ist? Nee, nee, nee. Ihr müsst jetzt hier noch mit Trampelpfaden rauskommen. Ja, oh, und der angelt ganz fleißig. Jetzt baue ich hier nochmal ein Häuschen. Stört hier so ein kleiner Stein, der da rumliegt. Ah ne, es ist kein Stein. Es ist ein Baumstumpf. So, Wohnhaus. Ja. Toll, kann noch näher an die Straße ran. Zack. Alle Lagerhäuser sind voll. Na, das ist natürlich ärgerlich. Ich gucke erstmal, ob ich das Schloss upgraden kann. Hier gibt es einen Pfeil nach oben. Verbesserte Spezialgebäude, Gebäudeausbau. Brauche ich 58 Kronen, um das auszubauen. 58 Kronen, wo soll ich die denn hernehmen? Aktionen, Arbeiter, Gebäude. Okay, okay. Was habe ich gemacht? Irgendwie sieht das jetzt hier anders aus. Oder? Tja. Ja, hier könnte ich auf jeden Fall noch einen Arbeiter anstellen, aber das nützt alles nichts. Also, zu meinen... Wie viel Kronen? Über 50 Kronen komme ich nicht so schnell. Ich guck mal. Eureka, die Forschung ist abgeschlossen. Das ist gut. Dann gucke ich mal, ob ich eine weitere Forschung machen kann.
Ein zeitintensives Spiel. Ja, ja, durchaus, durchaus. So, Forschung. Oh, ich musste Feuerwehr bauen. Jetzt sollen die mal mehr Steuern erforschen. Tja, das kriegen unsere Politiker ganz ohne Forschung hin. Also, eine Feuerwehr finde ich ziemlich wichtig. So. Okay. Die deckt natürlich auch nicht alles ab. Und man kann sie natürlich auch nicht überall hin platzieren. Ich stelle sie mal hier hin. So. Geht es da nicht? Warum nicht? Da geht's. Also gut, dann eben da. Okay. Und mit den Schafen? Oh, wie niedlich. Da sind schon Schafe. Und wahrscheinlich arbeitet da auch einer. Oder? Nö. Oh. Das Erreichen einer höheren Stufe. Und jetzt ist Frühling. Okay. Wahrscheinlich war das nur der Jahreszeiten-Umschaltbildschirm. So, also hier arbeitet anscheinend keiner, aber ich habe unendlich Wolle. Das ist gut. Vielleicht braucht man dafür einen Bauernhof. Einen Schafsbauernhof. Hier, wach mal wieder auf. Kümmere dich um deine Weizenfelder. So. Ah ja, mach dann gleich. Okay. Das heißt, das Schafsding... Mal gucken, ob was dieses sagt. Der Schafstall ist sowas wie das Weizenfeld. Ob ich hier einem sagen kann... Ja, ich kann hier einem sagen, kümmere dich um Wolle. Dann gucken wir mal, ob der sich um die Schafe kümmert. Und ob ich vielleicht noch ein Weizenfeld machen muss. Tja, das ist schon schlimm, wenn man keine Ahnung hat. Getreidefeld. Ich baue mal noch eins. So. Und noch eins vielleicht. So. Jetzt gucken wir mal. Der läuft da rüber. Dann hätte ich natürlich die Schafe näher hinbauen können. Aber er kümmert sich um die Schafe. Oh, und er schert die Schafe auch. Das ist ja cool. Also gut. Der Kleidungsproduktion steht nichts mehr im Weg. Jetzt brauchen wir bestimmt eine Weberei. Eine Webstube. Jawohl. Oh, kostet viel Geld. Mehr Geld, als wir haben. Und mehr Holz. Warum haben wir wieder gar kein Holz? So. Aber wir können es bauen. Die stellen wir einfach mal hier hin. Oder wir können es nicht bauen, weil uns das Geld fehlt. Warum ist sie dann nicht rot? Kuckuck. Doch. Zack, fertig. Dann mache ich jetzt hier mal wenigstens eine Sandstraße hin. So, von hier. Willst du da nicht? Was hast du für ein Problem? Irgendwie will er da keine Straße machen. Doch, weil wir kein Geld haben. Pleite, trotz Darlehen. Es wird Zeit, dass wir die höheren Steuereinnahmen erforscht haben. In anderthalb Minuten ist es soweit. Und wir müssen mal was mit dem Gold machen.
wo man das vielleicht verkaufen kann? Wie viel Gold haben wir denn? Naja, 8. Das ist jetzt nicht so viel. Und wie viel liegt im Schloss rum? Und Eisenerz 128. Hör mal auf, Eisenerz zu machen. Mach lieber wieder Steine. Wir können da noch gar nichts mit anfangen mit dem Eisenerz. Und können wir nicht vielleicht handeln, dass wir dieses Gold einfach mal verkaufen erstmal? Was ist das? Alle Lagerhäuser sind voll. Ja, ich weiß. Kein Gebäude dieses Typs vorhanden. Ja, schön. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wahrscheinlich sind wir zum Handeln noch irgendwie zu klein oder so. Aber hier gab es so eine Rubrik mit Handel. Da. Du musst zuerst einen Marktplatz bauen, um handeln zu können. Okay. Ein Marktplatz muss her. Was kostet der denn? Und wo haben wir Platz für einen Marktplatz? Vielleicht hier? Hätte ich die Weberei besser irgendwo da hinten gebaut? Marktplatz. Vielleicht hier? Ja, da. Oh. Ist teuer. Da würde er hinpassen. Dann komme ich natürlich ins Minus. Ich guck mal, ob ich ihn hinsetzen kann. Nee. Will. Doch. Okay. Das heißt, ich zahle erst im Laufe der Fertigstellung oder so. Und jetzt soll ich Rüstungen produzieren. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Holz wird benötigt. Es heißt, dieses Sägewerk sollte ich vielleicht auch mal stilllegen vorübergehend. Denn Bretter habe ich viele. Wo sind die Bretter? Na komm. So. Na, viele ist übertrieben. Aber mehr als Holz. Machst du mal ein Päuschen? So. Er hat auch kein Holz. Alle haben kein Holz. Ja, du machst auch mal ein Päuschen. Weil wir kriegen das mit der Eisenproduktion nicht so schnell hin. Er arbeitet. Brav. Ja, arbeite mal schön hier, da. Flitz mal in den Wald. Alle warten auf dich. Such dir einen hübschen Baum aus. Jawohl. Und hier der. Der rennt hier in der Gegend rum. Da ist doch noch Holz. Ah. Da trägt einer Holz herbei. Das ist gut. Ich guck auch mal, ob wir Lagerhäuser bauen können. Ein Gauklerlager können wir machen. Aber ich glaube, das ist kein Lagerhaus. Schreinerei, Wachturm, Turm, Kaserne, Schatzkammer, Handelsgilde. Wald, Wald. Oh, wir können Wald bauen. Das ist ja cool. Prunk, Statuen, Schlossgarten. Coole Sache. Verschiedenes. Oh. Dekoration und Zufriedenheit. Oh, da kann man einiges machen. Auch einen Galgen. Gut. Lagerhaus. Hier, Lagerhaus. Benötigt Marktplatz. Okay. Jetzt müssen wir also erstmal warten, bis wir einen Marktplatz haben. Da müssen wir viel Geld verdienen. Was wir auch für den Marktplatz noch brauchen. Der.
Ja, braucht noch sehr viele Materialien. Das wird noch ewig dauern. In den Hurding, ja, hurtig, hurtig. Die sagen immer so lustige Sachen. Ja, jetzt haben wir wieder null Geld. Da trägt einer Geldschatullen. Zum Marktplatz? Ja, zum Marktplatz. Okay, er hat da Schatullen hingetragen und trotzdem sind 0 von 750 Taler verprasst. Ja, ich denke, ich mach mal Schluss mit dieser Folge. Oh. Ah ja, die Krone bietet schon wieder ein Darlehen an. Aber wahrscheinlich kann ich mir das gar nicht leisten. Ich guck mal hier. Produziere Rüstung, Holz benötigt, neue Aufgabe. Ach, jetzt kann ich mit XPs zahlen. Nee, nee, nee. Es ist nett, dass ihr das Angebot macht. Ah, okay. Ah, die 100 XP kriege ich als Belohnung. Und er will aber wieder 25 Kronen haben. Tut mir leid, hab ich nicht. Pech gehabt. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte Schluss machen mit dieser Folge. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich mal ein bisschen beschleunigen, damit wir da besser zu Potte kommen, mehr Geld reinkommt und wir dann hier auch diese Warenkreisläufe mal ausbauen können. Denn so geht es ja nicht weiter. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.